Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim heutigen Video. Und wer meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und ich würde mich mega freuen, wenn ihr jetzt meinen Kanal unterstützen würdet und einmal auf Abo-Button drücken würdet, dann verpasst ihr keine Videos, unterstützt meine Arbeit und ich würde mich mega freuen, wenn ihr das machen würdet. Kostet kein Geld und tut auch nicht weh, würde der Chris Reality sagen. Ja, ich habe vom lieben Lars ein Weihnachtspaket bekommen. Die Firma Rifle hat mir was geschickt und ja, wer die Rifle Gunstocks noch nicht kennt, ich zeige euch gleich mal das ganze Repertoire, was die so haben und was der liebe Lars sich immer einfallen lässt. Also ich habe jetzt hier mehrere Kombinationen, ich habe hier ein Weihnachtspaket bekommen und das zeige ich euch gleich mal alles. Ich habe jetzt hier Rifle Casual Plus Pro für die Quest 3 und das ist mit Schulterstütze, mit normalen Griff zur Waffe und hier haben wir dann halt den Casual Pro, glaube ich, ist das dann. Das ist so ein Griff, als ob man halt die Waffe vorne so dran packt am Lauf und soll ein besseres Feeling geben. Hier würde ich ja triggern, also abdrücken und so kann ich mir die ganze Zeit die Dinger wegziehen, nachladen und weiter geht's. Ne? Also die haben jetzt hier Magneten und natürlich eine Metallplatte und die haben hier auch, ihr seht, die haben hier so vier Punkte, wo die dann wirklich einrasten. Hier sind Punkte dran und hier sind Löcher und die greifen dann relativ schnell ineinander, also die snappen ineinander. Ihr seht, man braucht auch gar nicht so viel gucken und die snappen richtig gut zusammen. Das funktioniert auch blind in der VR-Welt richtig, richtig gut. Und also mir macht Spaß. Also das ist vom Feeling her am geilsten, muss ich sagen. Zum Spielen passe ich mir die aber meistens an, weil es zum Spielen einfach besser ist. Wenn man wirklich ein bisschen besser sein will, ist das dann eher hinderlich, aber halt ein cooles Feeling. Also wenn man jetzt so Solo-Spiele spielt, ist kein Problem, sollte man damit spielen, weil man dann wirklich denkt, man hat eine Waffe im Anschlag. Die kann man hier schön von der Länge her anpassen, wie ihr seht. Ne? Ist hier eine Rändelschraube. Die kann ich mir einfach drehen hier. Ich zeige euch das mal hier so. Die drehe ich jetzt mal hier ab. Dann kann man das Ganze hier die Schraube rausnehmen. Ist super easy gemacht. Kann ich mir den Abstand hier gemütlich einstellen. Und ich passe jetzt mal nochmal die letzte Stufe an. So. Schraube rein. Die greift dann automatisch, weil der 3D-Druck so gut passt, geht die hier direkt rein. Komplett, die verschwindet auch komplett da drin. Und dann kann ich mir die Rändelschraube wieder nehmen und einfach hier zudrehen. Fertig. Das kann man hier alles anpassen, wie man den Winkel jetzt haben will, auch super gut anpassbar. Hier könnt ihr nochmal sehen, die Schulterstütze kann man dann in der Höhe auch nochmal sich anpassen. Also ich habe mir das damals so ausgedacht, dass es für mich am besten passt. Kam für mich am realistischsten hin, kann man sich aber anpassen, wie man möchte. Also den Winkel kann man nach unten machen, noch ein bisschen nach oben, unten passen, anpassen, so wie man es haben möchte. So, das wäre jetzt Casual Plus Pro. So wie ihr es jetzt hier seht, kostet 57 Euro und kommen noch die Versandkosten drauf. Dann habe ich aber auch noch die Möglichkeit, das Ganze anzupassen ohne Schulterstütze. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wenn ich es relativ gut abkriege. Das ist, man will ja auch nichts kaputt machen dadurch. Ne? Das ist immer so eine Sache. So, Lars, das ist ein Härtetest jetzt. So, jetzt habe ich die Schulterstütze hier entfernt. Die kann man sich dann zur Seite legen und immer wieder nutzen, wenn man die haben möchte. So, jetzt möchte ich aber einfach ganz normal Casual spielen, Rifle Casual. Und dann haben wir hier diese Kombination. Und ich finde das auch geil hier mit diesem Griff, dass man wirklich denkt, man hat hier so eine Knarre in der Hand. Ne? Auch sehr gut gemacht. So, und die sind einfach immer relativ einfach einsetzbar, die ganzen Teile. Hier habt ihr ein Loch. So, da kommt die Schlaufe durch. Das mache ich jetzt mal. Ich fummel das jetzt hier mal durch. Wenn ihr Lust habt, könntet ihr auch nach unten rauskommen lassen. Ne? Geht auch. Ich packe mir die lieber zur Seite. Oder ihr entfernt die Schlaufe komplett. Empfehle ich euch aber nicht. Also die Schlaufe macht schon Sinn, dass man die weiterhin dran hat, falls man den Controller mal verliert. So, und so spiele ich echt am liebsten, muss ich sagen, wenn es wirklich um Multiplayer-Games ist und geht und so. Man ist super schnell,
kann nachladen und seine Dinge machen, ist halt auch nicht mehr so realistisch mit der wegfallenden Schulterstütze. Aber ansonsten echt richtig cooles Feeling und mir macht's mega viel Spaß. Ich habe das ja schon für mehrere VR-Brillen jetzt vorgestellt und ja, mir macht's einfach Spaß. Es ist was anderes, als wenn man jetzt wirklich nur die zwei Controller in der Hand hat. Und das, ich habe schon mehrere Gunstocks ausprobiert. Die sind alle irgendwie cool, aber es ist super problematisch, wenn man nachladen will. Ne? Man hat dann komplettes Gestänge am Körper und hat dann noch hier noch eine Schlaufe und muss dann auch nachladen und hat mir alles nicht so gut gefallen. Und das ist das Erste, wo ich sage, wow, easy, super, ich kann nachladen, habe keine Probleme, dass ich vor dem Feind stehe und wo muss ich jetzt hin? Nein, ich snap rein, kann loslegen und fertig ist es. Also super, und mir ist auch noch nichts davon kaputt gegangen und ich bin auch jemand, der auch schon mal gegen die Wand schlägt, wie man hier im Hintergrund auch sieht an der grünen Wand. Da sind ja über die schwarzen Streifen und mir ist von diesen Teilen noch nichts kaputt gegangen. Also echt top gedruckt. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Seite. Dann zeige ich euch die mal ganz kurz. rifle-3d.de und ja, hier steht was über den Lars und was er anbietet und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir dann auf VR-Equipment und da habt ihr die ganzen Headsets, wo der Lars was für zu anbietet. Und wir gehen jetzt erstmal auf die Quest 3. Gibt's aber auch für Pico und so weiter und so fort. PSVR 2. Alles, was das Herz begehrt. So, das ist jetzt die Kombi, die ich euch jetzt gerade am Anfang vorgestellt habe. Das ist ein Rifle Casual Plus Pro Bundle für die Quest 3. Also mit diesem Gewehrlauf, sage ich einfach mal, ne? Dass man vorne wirklich das Gefühl hat, man hat einen Gewehrlauf in der Hand. Und man kann sich das aber alles so anpassen. Ne? Casual Plus mit der normalen Halterung hier. Das wäre die normale Halterung, wenn ihr die so haben wollt. Mit dem Casual Plus, das wäre dann diese Kombi. Ne? Nicht aus der Kamera raus. So, das wäre die Kombi. Und normal Casual 3D für 35 Euro wäre diese Kombi hier. So. Mit den zwei normalen Griffen. Zeige ich euch gleich aber auch nochmal im großen Bild. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. So. Ja, da könnt ihr alles einzeln auch organisieren, ordern, was ihr wollt und oder so ein komplettes Bundle holen. Also das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr möchtet. Und ich finde die Preise echt vollkommen in Ordnung. Da kann man echt nicht meckern und man bekommt hier halt auch wirklich Qualität. Also es ist wirklich alles 3D gedruckt, aber trotzdem, ja, was immer wichtig ist, dass halt stabil ist und es ist stabil. Das ist das Gute bei Rifle. Und ja, das ist das, was mir auch so gut gefällt. Klar sieht man, dass es nicht aus einem Guss ist, sondern dass es wirklich 3D gedruckt ist. Das bleibt nicht aus. Aber der Spielspaß ist für mich hier wichtig und dass es auch gut hält. Und das macht es auch diese Magnetfunktion hier, die ist echt top. Also ihr merkt ja, wie schnell das hier geht und wie easy auch. Und wichtig ist, dass man blind halt relativ schnell nachladen kann und auch den Punkt wieder findet, wo man dann wieder einsnappt. Und guck mal, ich gucke jetzt gar nicht hin und treffe trotzdem. Von daher, ja, macht ihr da nichts falsch. So, nochmal. Das wäre jetzt Rifle Casual für die Quest 3. Ja, mit diesem Set hier. Wenn wir das Ganze wechseln, das so machen, dann haben wir Rifle Casual Plus Quest 3. Ja, das ist das. Und wenn wir das Ganze mit der Schulterstütze jetzt wieder kombinieren, das ist auch relativ einfach, das wird einfach hier nur eingehangen hier hinten vorne und dann wird das einmal hier gedrückt und schon haben wir das Ganze, das ist Rifle Casual Plus Pro Bundle Quest 3. Puh, ist das viel. Aber wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten seht ihr auch alles auf der Homepage und wenn ihr sowas für die Quest 3 noch nicht habt, und gerne Shooter spielt, Leute, holt euch das. Das ist echt ein, ja, wie soll man sagen, Must-Have. Also für Shooter-Fans ein Must-Have. Es macht einfach mega viel Spaß. Ihr könnt es super schnell adaptieren. Und wie gesagt, ich spiele am liebsten mit dem Casual normal. Aber für Solo-Spiele, wenn ich mal wirklich alleine irgendwas gegen Computer spiele,
spiele ich so, weil es mir dann halt die Immersion gibt, dass ich wirklich ein Gewehr in Hand habe. Ne? Da ist mir das auch nicht so wichtig, wenn ich mal ein bisschen länger nachlade oder so. Das ist aber bei Multiplayer-Games immer so eine Sache, da muss man schneller sein, dass man wirklich, also ich bin dann schneller, wenn ich nur den normalen Casual dran habe. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen und alle Links sind unten in der Beschreibung. Geht gerne auf rifle-3d.de und bestellt euch den Kram und ihr werdet das definitiv nicht bereuen. Also ich habe so viel Spaß noch nicht mit Shootern gehabt. Klar sind Shooter immer cool, auch wenn man nur die Controller in der Hand hat, aber das ist nochmal ein Plus obendrauf, meiner Meinung nach. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren, würde mich mega freuen. Like raus und ihr könnt gerne auch Fragen oder sonst was unter die Kommentare stellen. Wenn da irgendwas ist, Fragen oder sonst was, könnt ihr das gerne jederzeit machen. Ich versuche immer relativ schnell zu antworten. Und ja, ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.